Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinen Bücher- und Nerdkram-Neuzugängen. Ich habe euch in meinem letzten Bücher-Neuzugängen-Video gefragt, ob ihr lieber wenige, dafür aber sehr aktuelle Neuzugänge sehen möchtet oder ob ich sammeln soll und das dann lieber ein größeres mit sehr vielen Neuzugängen werden wird, soll. Und die meisten haben sich dafür ausgesprochen, dass sie lieber wenige, aber dafür aktuelle Neuzugänge sehen möchten, die vorher vielleicht noch nicht so in der Kamera gewesen sind und ja, sie dann erst später in den Lesemonaten etc. sehen wollen. Und ja, deswegen habe ich überlegt, ja, eigentlich immer so mindestens fünf sollten es aber schon sein für ein Video. Diesen Monat, also im Februar, habe ich aber nur drei Bücherneuzugänge gehabt. Und da ich aber zwei davon schon gelesen habe, werden sie dann im Lesemonat schon, ja, auch schon drin sein. Deswegen dachte ich, ja, das ist ja auch blöd. Und ich habe euch aber lange, lange Zeit keine Nerdkram und Fanartikel, Merchandise-Artikel mehr gezeigt, weil davon sind auch einige, ja, bei mir wieder eingezogen in den letzten Monaten. Und dann dachte ich, bringe ich das doch einfach zusammen. Also dann zeige ich euch die drei Bücherneuzugänge und meinen ganzen Nerdkram zusammen. Und dann passt das wieder. Ich fange jetzt auch mit den Büchern an, weil ich glaube, dass das den meisten Leuten interessieren sollten hier auf dem Kanal. Und ja, wir beginnen und zwar mit einer wunderschönen Sonderausgabe von einem ja, Fantasy- oder beziehungsweise Kinderbuchklassiker. Und ich habe dieses Buch schon gelesen und ich habe dieses Buch auch schon im Regal, aber nur als Taschenbuch. Und als ich diese schöne Ausgabe gesehen habe, dachte ich, die gönnst du dir jetzt, damit du auch eine wirklich, wirklich schöne Ausgabe im Regal hast. Und zwar ist das Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Und schaut euch dieses Cover an. Ist das nicht genial schön? Also super, super schön aufgemacht. Was mir natürlich wichtig war, wo ich dann auch gleich geguckt habe, ob sie auch zweifarbig geschrieben ist. Na, kann man das jetzt erkennen? Kann man natürlich nicht erkennen. Ist jetzt ein bisschen blöd von den Lichtverhältnissen, weil die Geschichte ist ja aufgeteilt einmal in der Geschichte in unserer Welt, wo wir Bastian treffen, der ja in einer ja, alten Buchhandlung, in einem Antiquariat Schutz sucht, als er ja, von seinen Mobbern verfolgt wird und er dort ein seltsames Buch entdeckt, was er mitnimmt und auf den Dachboden der Schule liest. Und das ist eben die unendliche Geschichte. Und was er dort liest, ist eben in einer anderen Farbe abgedruckt, in Rot und in Grün. Und das wollte ich natürlich auch, dass diese Ausgabe das hat. Und das hat sie. Und schaut euch mal dieses Vorsatzpapier, ist das nicht extrem toll? Ja, die unendliche Geschichte ist für mich natürlich auch irgendwie sowas wie Kindheit, obwohl ich das Buch gelesen erst im, ja, im jugendlichen Alter habe. Also eigentlich ist für mich eher die Verfilmung die Kindheit, auch wenn der Autor sich davon ein bisschen distanziert hat und dass viele sagen, dass die Verfilmung nicht so toll ist, besonders wenn man das Buch vorher gelesen hat. Aber für mich ist einfach die Verfilmung toll und eben diese Kindheit, dieses Nostalgische. Aber das Buch hat mir auch auf jeden Fall auch gut gefallen. Jetzt kommt das große Aber. Ich habe ja eben erzählt, dass ich es hier schon als Taschenbuch liegen habe und das ist diese Ausgabe, die ich auch sehr hübsch finde. Aber gebunden ist, macht natürlich noch mal viel mehr her als Taschenbuch. Was ich aber hier drin habe und wo ich einfach auch ganz fest damit gerechnet habe, dass es in dieser Schmuckausgabe auch drin ist, sind die Illustrationen der Anfangsbuchstaben der Kapitel. Ihr seht das hier. Das ist halt alles so in Rot und Grün eben geschrieben und die Anfangsbuchstaben sind hier illustriert. Und ja, das ist einfach ein toller Hingucker. Und so detailliert und wir haben hier oben noch diese Ranken und so. Und ja, was soll ich sagen? Das haben wir in diesem Buch nicht. Wir haben hier weder Ranken oben und die Kapitelanfänge, kann ich euch auch noch mal zeigen, sind ziemlich langweilig. Hier. Und die Anfangsbuchstaben sind, ja,
Also im Vergleich stinken die auch ziemlich ab. Und das muss ich sagen, das ärgert mich ziemlich. Also für 20 € kann man das doch auch hiermit umsetzen. Das verstehe ich auch gar nicht, warum das gar nicht gemacht wurde. Ja, da bin ich sehr enttäuscht. Und eigentlich wollte ich dieses Buch denn dafür aussortieren, dass ich jetzt dieses Buch mir gekauft habe. Aber jetzt kann ich das irgendwie nicht, weil das Innere von diesem hier viel, viel schöner ist. Ja, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, aber gut, letztendlich. Von Harry Potter habe ich ja auch 3.000 Ausgaben in meinem Regal stehen. Dann habe ich davon halt auch zwei. Und so viel Platz nimmt ja eben dieses Büchlein nicht weg. Dann habe ich jetzt eben zwei, weil ja, einfach die ist so schön von außen. Und ja, aber so ein kleiner Schmutztropfen ist dabei. Schade. Aber trotzdem freue ich mich sehr über diese tolle Ausgabe. Landet auch nicht auf meinem Sub, weil ich es ja schon gelesen habe. Irgendwann werde ich es sicher noch mal lesen. Aber im Moment muss es nicht auf den Stapel ungelesener Bücher. Die nächsten beiden müssen auch nicht mehr da drauf, weil ich sie bereits gelesen habe. Ich versuche jetzt aber so wenig wie möglich auf meine Meinung einzugehen. Ab mehr dann eher dann im Lesemonat davon. Und zwar ist das der. Das erste Büchlein, was ich hier noch habe, oder das zweite, ist Der Wortschatz von Elias Vorpahl. Das ist so ein ganz kleiner, kurzer Roman, 176 Seiten hat das nur. Und ja, es ist ein Self-Publisher. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Jedenfalls ist das so eine kleine Fabel, so eine kleine philosophische Geschichte über ein Wort, was seinen Sinn sucht. Das Wort hat vergessen, wie es heißt, und macht sich nun auf die Reise, das herauszufinden, und begegnet sehr, sehr vielen anderen Worten und sehr, sehr vielen gefährlichen und schönen Situationen. Und es ist natürlich ganz viel gespickt mit Wortspielen, aber auch mit philosophischen Lebensweisheiten und ja, viel verrückten Ideen. Ja, also mir hat das gut gefallen. Ich hatte aber auch so ein kleine Kritikpünktchen mehr dazu, denn im Lesemonat. Und das dritte und letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, war ein totaler Spontankauf. Als ich die Neuerscheinungen ausgepackt habe auf der Arbeit, ist mir das unter die Finger geraten, und das habe ich mir gleich gegriffen und habe gesagt, das kaufst du dir. Und zwar finde ich die Idee so cool. Das ist der Atlas literarischer Orte von Wunderland bis Mittelerde aus dem Knesebeck Verlag. Und ja, das ist eben aufgemacht wie ein Atlas von Orten, die es in Romanen, in der Literatur gibt. Und wir haben natürlich hier die bekanntesten dabei, ob das nun Nimmerland ist, ob das Wunderland ist, ob das Hogwarts ist, ob das Panem ist, Phantasien aus der unendlichen Geschichte. Also wir haben hier sehr, sehr viel dabei. Und ja, es ist aufgemacht wie so eine Art Reiseführer. Es wird einmal die Karte des Ortes gezeigt in einem wirklich in diesem Stil hier. Das ist ein besonderer Stil, den mag, glaube ich, auch nicht jeder. Aber ich fand es irgendwie interessant. Also hier ist es zum Beispiel am Beispiel des Wunderlandes. Wir haben erst immer eine Karte und eine kleine Einführung, was es mit diesem Land auf sich hat. Dann gibt es die Sehenswürdigkeiten und wie man die Anreise gestaltet. Und du als Leser wirst halt ja, wie in einem Reiseführer angesprochen, wenn du dahin reisen möchtest. Idee fand ich ganz, ganz grandios. Allerdings fand ich die. Ja, jetzt will ich wieder rezensieren. Also ich hatte hier einige Kritikpunkte, was ich ein bisschen schade fand. Dennoch ließ sich das gut lesen, und ich habe halt beide schon gelesen. Deswegen werden die auch nicht mehr auf dem Sub wandern. Aber ihr habt hier sie dann gleich gesehen. Und ja, eigentlich habe ich doch noch ein Buch, das ich euch zeigen kann. Das ist aber kein herkömmliches Buch. Es ist aber so, so toll. Ich habe das bei anderen YouTubern mal im Regal gesehen, und ich habe das irgendwo, ich weiß nicht, bei irgendjemandem zu Hause, irgendwo habe ich es jedenfalls schon mal gesehen, und es war ein Überraschungsgeschenk zu Weihnachten, und ich habe mich so gefreut darüber, weil es einfach so viel hermacht, und es ist einfach für einen Buchfan ist das einfach perfekt. Und zwar ist es dieses Holzbüchlein hier. Und wenn man es aufklappt, jetzt im Licht sieht man das vielleicht nicht so richtig,
Ja, fächert sich das auf wie ein Buch eben mit Seiten und es beginnt zu leuchten. Da drin sind kleine Lämpchen und es ist wie im Kühlschrank. Wenn man es zuklappt, ist das Licht aus und wenn man es aufklappt, geht das Licht an und es ist ohne Batterie. Man kann das aufladen, ja, am PC oder an der Steckdose mit einem USB. Anschluss und ja, also so, so schön. Ich habe noch nicht den perfekten Platz gefunden. Ich habe das immer noch auf meinem Bett liegen und mache das immer so als kleines Nachtlicht oder Leselicht dann auch zusätzlich an. Man könnte es natürlich auch ins Bücherregal stellen, so ein bisschen aufgeklappt. Jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Platz gemacht. Ich habe ja wieder so ein bisschen aussortiert. Da könnte ich es vielleicht reinstellen. Es gibt es wohl auch in verschiedenen Größen und ja, da habe ich mich wirklich, wirklich sehr drüber gefreut, über dieses coole Geschenk. Und man kann es halt auch entweder so hinstellen oder so hinlegen oder nur so halb aufgeklappt. Ziemlich, ziemlich cool. Und als Bücherfan ist das das perfekte Geschenk. Ja, also sind wir jetzt gleich auch eingestiegen in den Nerdkram, in die Fanartikel, in den Merchandise. Und das ist hauptsächlich sind das Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke, die ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen möchte, weil sie mein Nerdherz einfach höher steigen lassen. Und ich glaube, dass es vielleicht euch ähnlich geht. Und zwar habe ich auch zu Weihnachten einen Drachen geschenkt bekommen. Und zwar schaut euch ihn an. Ein Plüschdrachen, obwohl so plüschig ist er gar nicht. Also ist natürlich weich, aber er sieht auch irgendwie edel aus. Es sieht jetzt nicht irgendwie nach einem kindlichen, verkindlichten, niedlichen Drachen, sondern sieht schon edel aus. Und es gibt ihn in verschiedenen Farben. Und es ja, konnte ich mich, der war auf meinen Wunschzettel und guck mal, der Bauch glitzert. Und der sitzt jetzt oben auf meinem Bücherregal bei den Game of Thrones Büchern. Und ja, jetzt bin ich auch in Mother of Dragons. Und ich werde sie nicht so vernachlässigen wie Daenerys. Ja, jetzt fange ich hier wirklich mit Nerd Talk an. Aber ich hätte wirklich noch Lust, mir den blauen anzuschaffen, weil der hat auch so eine schöne Petrolfarbe. Natürlich kann man mit denen, außer dass sie da sitzen, auch nicht viel machen, außer sie zu knuddeln. Aber ich war schon damals immer ein Kuscheltier-Fan und jetzt ein Drache, der schmückt auch einfach meine Fantasy- und Drachensammlung, Drachenbuchsammlung, Abteilung, wie auch immer. Also wunder, wunderschön finde ich den. Der sieht richtig nicht zu kitschig aus oder irgendwie verformt oder irgendwie zu düster. Ich finde den einfach perfekt. Und ja, er braucht nur noch einen Namen oder sie braucht noch einen Namen. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Ich hatte dann irgendwie an sowas wie Ruby gedacht, aber es darf halt auch nicht zu niedlich sein. Naja, ja. Wir gehen weiter zu einem Weihnachtsgeschenk von einer lieben Freundin. Und zwar ist das dieser Rundhalsschal. Wie nennt man die Dinger? Ein Schal, ein Tuch halt. Und zwar ist das aus Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Man sieht so ein bisschen, dass es diese Muster sind, aber was die einzelnen Muster bedeuten, weiß ich gar nicht. Aber es sieht auf jeden Fall mystisch, magisch aus. Es ist so ein dunkelgrüne Farbe und dann diese goldgelben Zeichen drauf. Ja, sieht auf jeden Fall mystisch, magisch aus und den trage ich auch sehr gerne. Der ist schön weich, piekst nichts und kratzt nichts und den kann man auch ganz gut zum Übergang jetzt so anziehen. Ja, und wo wir gerade bei Schal sind, zeige ich euch noch einen weiteren Schal. Der ist aber auf jeden Fall im Winter zu tragen. Und obwohl er keine Zeichen drauf hat, erkennt man sofort, aus welchem ja, Fandom er kommt. Was das Ganze aber so besonders macht, ist, dass der selbst gestrickt ist, dass der nicht gekauft ist und zwar von meiner lieben Mutti, die einfach sehr, sehr gut handarbeiten kann und stricken kann. Und sie hat mich so heimlich ausgefragt, aus welchem Haus ich denn komme in Hogwarts und wo ich denn zu Hause bin. Und ich hatte mich schon gewundert, was die Frage kommt und schwallte sie schon zu, dass ich eigentlich alle Häuser irgendwie toll finde und dass ich gar nicht weiß, welches Haus ich am liebsten mag, weil ich irgendwie von jedem so ein bisschen was hab und ja, aber die Farben von Gryffindor und von Hufflepuff irgendwie am schönsten finde. Und ja, sie hat sich einfach denn, weil ich sie so zugeschwallt habe, sie hat sich dann einfach für die schönsten Farben entschieden und das ist dann halt der Gryffindor-Schal geworden. Und irgendwie kann man ja schon sagen, dass es eine Mischung aus Gryffindor und Hufflepuff ist. Ja.
Also wirklich ein sehr, sehr warmer und wirklich sehr, sehr langer Schal. Den kann man sich fünfmal um den Hals binden mit diesen schönen Troddeln noch am Ende. Und ich finde, der sieht wirklich, ja, wie aus Harry Potter tatsächlich aus. Wirklich, wirklich toll. Jetzt ist so ein bisschen der Winter vorbei, aber er kommt ja wieder und dann kann ich ihn mir umbinden und mich ja, freuen und ein bisschen in meinem Nerd-Dasein aufgehen. Ja, sowas ist immer, sind irgendwie besondere Geschenke, ne? Wenn sie auch noch selbst gemacht sind und dann auch noch ja, das Fandom treffen, das ist einfach toll. Ja, bleiben wir bei Harry Potter und zwar habe ich, Gott, ist das jetzt schon Weihnachten vor 2 Jahren, war das Weihnachten 2017? Und zwar ist das ein Harry Potter Kessel. Ich zeige ihn euch mal so. Und zwar kann man dort ein Teelicht reinstellen und man kann es dann eben wieder so hinstellen und einfach nur als Teelicht, dann leuchtet so ein bisschen das Haar, das Hogwarts-Haar draus. Oder man kann es eben als Duftlampe verwenden und dann hier oben das Schälchen draufsetzen und dann hier einen Duft reinmachen. Und ja, das fand ich eine richtig tolle Sache. Das verbindet so ein bisschen ja, diese Duftleidenschaft mit der Harry Potter-Leidenschaft und war natürlich ein tolles Geschenk. Ich muss aber sagen, dass ich das schade finde, weil so sieht es, finde ich, für mich irgendwie viel besser aus, viel mehr wie so ein Kessel. Wenn ich es hier oben drauf setze, dann verliert es so ein bisschen diesen Kesselcharakter, finde ich. Da hätten die das meinetwegen auch hier oben ein bisschen größer machen können und dann hier oben diese Schale reinlegen können, dass es noch mehr nach einem Kessel aussieht, weil ich habe es halt hauptsächlich so bei mir stehen, aber das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Und passend dazu gibt es tatsächlich auch Harry Potter Düfte, und zwar die Extraordinary Essences. Das ist ein Duftölset. Das Ganze kommt von Elbenwald. Ich weiß gar nicht, ob es noch woanders verkauft wird. Und da befinden sich drei Düfte. Jetzt ist es kein Duftwachs, sondern Duftöl. Da haben wir zum einen Forbidden Forest. Das riecht halt, ist ein sehr nadeliger, waldiger Duft. Dann haben wir Molly's Pumpkin Pie. Ein sehr süßer, foodiger Duft. Bisschen ja, Kürbisduft. Und haben wir noch Ron's Love Potion. Und der riecht, glaube ich, auch sehr süß. Irgendwie so pralinenartig. Ja. Auch sehr, sehr süß und so ein bisschen karamellig. Ja, also auch sehr, sehr schöne Düfte und ich finde auch die Verpackung einfach total schön. Wizards Finest. Ja, also auch ein ganz, ganz tolles Geschenk. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe noch echt was super Cooles vergessen fast. Kleinen Moment. Und zwar war das eigentlich gar kein Geschenk, sondern das hatte ich auf der Arbeit zugeschickt bekommen zum Dekorieren. Und zwar ist ja von George R. R. Martin die Vorgeschichte zu den Targaryens rausgekommen. Und passend dazu hat der Verlag ja Deko zugeschickt. Und ja, diese Deko war einfach grandios. Und ich habe natürlich erstmal einen Tisch dekoriert damit und dann irgendwann, als der Tisch aufgelöst wurde, durfte ich die Deko mit nach Hause nehmen und ich habe mich so wahnsinnig gefreut, dass ich das jetzt zu Hause habe. Und zwar ist das dieses geniale Ei, also mehr als kopfgroß, ziemlich, ziemlich cool, steht eben hier so auf dem kleinen Podest, wo dann auch nochmal die Initialen von George R. R. Martin und dem Verlag drauf sind. Und ja, dieser Farbverlauf oben ist es eben dunkel, ja, fast schon schwarz. Und dann geht das über Rot bis hier unten zu Orange. Und was da noch viel cooler ist, unten ist es halt hohl und da stellt man eine Glühbirne rein, sodass es eine Lampe ist. Das heißt, es ist nicht einfach nur irgendein Ei, was jetzt hier rumsteht, sondern es leuchtet auch noch so richtig, gibt so ein richtig schönes, warmes Licht ab. Und ja, ist jetzt halt bei mir ein Deko-Objekt und nicht nur, steht nicht nur rum, sondern strahlt wunderschöne Wärme ab. Beim Transport sind mir leider schon ein paar Schuppen so ein bisschen abgebrochen, was ich sehr, sehr schade finde.
Aber es fällt eigentlich, da das so eh so ein bisschen mit verschiedenen Farben changiert, fällt das eigentlich kaum auf. Ja, ich zeige es euch jetzt nicht, wie es an aussieht, weil es jetzt im Licht wird das wahrscheinlich eh nicht so richtig auffallen. Aber es ist super cool. Und ich bin so glücklich, dass ich das mitnehmen durfte. Also richtig, richtig schön. Das macht meine Nerdhöhle noch umso nerdiger. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zum Schluss zu einem richtigen Highlight. Das war aus dem letzten Jahr Geburtstagsgeschenke. Und zwar ist das jetzt nicht mehr aus Harry Potter oder irgendwas mit Drachen zu tun, sondern das hat was mit Alice im Wunderland zu tun. Und ich habe das schon entdeckt gehabt und hatte das auf meinem Wunschzettel. Und ja, ich zeige es euch einfach, beziehungsweise ich zeige euch erstmal die Verpackung, denn alleine die sind einfach wunderschön. Schaut mal, so weiße Kartons mit den Original- oder den alten Illustrationen aus der Alice im Wunderland Ausgabe. Also, was ich mit diesen wunderschönen Schachteln mache, das weiß ich noch gar nicht. Und hier sind so kleine Schlaufen, wo man das Ganze dann auseinanderziehen kann. Ja, also die Dosen sind wirklich schön. Also die Illustrationen wiederholen sich dann auch so ein bisschen in verschiedensten Größen, je nachdem, was da drin ist. Ja, und jetzt möchtet ihr natürlich wissen, was da drin ist. Was könnte denn passen zu dem Hutmacher, zu dem Märzhasen, zu Alice und zu diesem, ja, dieser Teegesellschaft? Ja, ein Teeservice, und das habe ich geschenkt bekommen, oder viele Teile davon habe ich schon geschenkt bekommen. Allen voran diese coole Teekanne. Ich wollte eh mal eine Porzellanteekanne haben, wenn ich mir mal ja, in der Winterzeit eine ganze Teekanne machen möchte. Ich wollte eine richtig hübsche haben, und dann bin ich über diese gestoßen, und über die bin ich dann auf das ganze Service gestoßen, und die ist so toll. Schaut mal, hier sehen wir den Hutmacher mit dem Zitat "We are all mad here". Ansonsten ist das so eine Vintage-Form, einfach total schön. Dann haben wir hier am Henkel noch so ein kleines Detail, wo "Drink me" draufsteht. Und auch allein das, ne, diese kleinen Details sind einfach toll. Und der Deckel, den man hier abnehmen kann, steht auch noch mal "Drink me" drauf. Das blendet so ein bisschen, ne? Und so kleine Teetassen sind da drauf. Ja, genau, das ist also die Teekanne. Passend dazu habe ich zwei Becher bekommen. Und auch diese Illustration ist so, so schön. Da sehen wir nämlich nicht nur den Hutmacher, sondern wir sehen auch, ich versuche es euch mal dichter zu zeigen, wir sehen auch den Märzhasen, wir sehen natürlich Alice und alle weiteren, die hier so drauf sind. Und hier steht auch nochmal "We are all mad here". Und was man vielleicht nicht so gut erkennen kann, oder ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, zum Beispiel die Fliege des Hutmachers, die ist in Gold. Also es gibt so kleine Details, und hier zum Beispiel auch die Teekanne vor dem Hasen ist auch aus Gold. Ja, also richtig, richtig toll, detailvoll. Und was ich auch sagen kann, die fässt sich super an. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Namen gibt, aber diese Dinger hier, diese ja, diese Knubbel und hier oben auch, das sorgt dafür, dass man da nicht abrutscht oder so, dass man die echt gut halten kann. Also da hat sich jemand was dabei gedacht. Es sieht nicht nur schön aus, sondern es hat auch Sinn und Verstand. Also davon habe ich jetzt zwei. Dann passend dazu habe ich noch ein Milchkännchen, auch wieder so das gleiche Motiv. Und dann natürlich dazu das Zuckerkännchen. Und da ist mal eine andere Illustration drauf. Und zwar zum einen Alice mit dem Flamingo, wo sie gerade Cricket spielen will. Und es ist ein anderes Zitat, und zwar "Curious und Curiosa". Und auf der anderen Seite sehen wir das weiße Kaninchen mit der Uhr. Und dem Zitat "Oh dear, I shall be too late". Und ganz zum Schluss kommt noch mal ein richtiges Highlight, obwohl das ja eigentlich alles Highlights waren, wie ich finde. Aber das ist noch mal echt ein Hingucker. Und zwar schaut euch mal diese Etagere an. Auch in dieser tollen Optik. Und ja, es sieht einfach erstmal cool aus, weil obendrauf eben diese Tasse aufgeschraubt ist. Und hier haben wir auch noch mal Alice von hinten zu sehen und
Ja, seltsamer und seltsamer steht dann nochmal drauf. Dann haben wir, mal gucken, ob ich das hier so, dass ich euch das so zeigen kann. Erstmal haben wir da noch eine Innenillustration. Also es ist so detailverliebt. Also ich könnte es mir ewig angucken. Und jeder Teller sieht irgendwie anders aus. Hier haben wir so ganz viele Details, Briefe, Uhren, Schlüssel, wieder der Hutmacher, den Hasen, ein Fächer. Dann auf der Das zweite sehen wir die Grinsekatze und Alice und auch nochmal das Zitat We are all mad here. Und die Grinsekatze ist in Gold. Und ganz unten haben wir nochmal Alice, wie sie Cricket spielt und auch die Herzdame, wollte ich gerade schon sagen, die Herzkönigin. Und ja, ganz viele Büsche mit goldenen Rosen. Also es ist so, so schön. Und auch hier irgendwie mit dem, hier oben mit diesen ganzen verchromten, wollte ich gerade sagen, mit den silbernen. Es sieht richtig edel aus und trotzdem irgendwie verspielt und magisch. Und genau das hat mich irgendwie angesprochen. Und ich bin jetzt nicht so jemand, der hier Gebäck drauflegt oder dauernd Teegesellschaften hier hat. Deswegen nutze ich das einfach für Obstablage oder Gemüse, wenn ich Tomaten oder Äpfel oder Bananen habe, damit man das auch nutzt. Und ja, es ist einfach total schön. Und mir, also es gibt noch Teller. Und ich glaube, es gibt sogar noch passendes Besteck. Ich habe mir überlegt, vielleicht so ein, zwei Frühstücksteller könnte man sich vielleicht noch mal besorgen dazu. Aber wichtig war mir eigentlich tatsächlich die Teekanne und die Becher, weil damit mache ich am meisten. Und ja, was ich mit den Kartons mache, weiß ich noch nicht. Da kann man auf jeden Fall schön irgendwas aufbewahren und sie ein bisschen stapeln. Das sieht auf jeden Fall toll aus. Das waren meine Neuzugänge aus dem Nerd- und Merchandise-Bereich und meine drei neuen Bücher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was waren eure letzten Nerd-Zugänge. Und ja, über sowas freut man sich einfach wie ein Kind. Und es macht einen einfach glücklich. Und ich finde es halt wirklich immer schön, das habe ich schon öfter gesagt, wenn man Merchandise-Produkte sich kauft, mit denen man wirklich auch was anfangen kann, die nicht einfach nur rumstehen, sondern tatsächlich auch eine Bedeutung haben. Nicht nur einfach Figuren. Okay, der Plüschdrache ist tatsächlich hauptsächlich Deko, aber ansonsten die Lampe, die kann man an- und ausschalten, die macht Licht. Und mit dem Teeservice kann man wirklich was machen, die Schals kann man benutzen. Und ja, also ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Jetzt bleibt mir noch, euch einen wunderschönen, lesereichen Tag zu wünschen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.